So, da sind wir wieder zurück bei Minecraft. Der Dicke ist noch fleißig am Bauen. Ja. So, bist du auch am Langlaufen? Kleines Gerüst immer bauen hier, ne? Das man hat immer genügend Cobblestone bei sich hier. Das sieht ja auch schön aus. Ich gehe gleich mal runter. Da hatten wir eben drüber gesprochen. Dein Weg, da mache ich ein bisschen breiter da. Den kann man ja. Ja, wie breit macht man den? Dass wir vielleicht drei drin haben, drei Blöcke drin und dann außen mit Zaun oder so. Ja, Muss bloß also aufpassen, dass da unten keine Zombies sind dann, ne? sonst ist Also. das zu schmal da. Dann ist die Frage, was macht man da? Sonst kann man da unten ja. Also ich wollte da unten jetzt eigentlich noch einen Tierfarm hinbauen Nee, erstmal. warte mal, du hast ja eine Mitte gezogen und dann baue ich einfach rechts an auf der rechten Seite. So wie das auf der linken Seite ist. Und dann geht das nach vorne weg in die Breite und dann kann man da. Ja, machen wir da dann mit die Tiere. Genau, also wir brauchen auf jeden Fall eine Schaffarm brauchen wir für Wolle. Was kann man noch gebrauchen? Kann man noch gebrauchen, genau. Noch ein Auf jeden Fall bisschen Koppel. eine Schaffarm brauchen wir, dann brauchen wir eine Hühnerfarm vielleicht. Kühe, Kühe, Milch ist wichtig. Kühe, ja, Kühe erstmal für Milch und zweitens für Leder. Na, Leder ist immer gut, Leder, als der bringt Baustoff. ja. Was war das? Bücher, wie für Bücherregal muss haben, dass Zaubertisch, wir uns Zaubertisch. dann einen Crafting-Tisch bauen können. Also einen Versorgungstisch, dass wir uns dann verzauberte Bücher machen können, dass wir eventuell unsere Waffen ein wenig besser hochleveln können, eben weil irgendwann, wenn wir auch Zombies haben, die wir dann auch kämpfen müssen, natürlich ein bisschen. Oder auch nicht, je nachdem, wie wir sie bauen. Eine Mobsfalle hier und dann geht es gut. Der Mops, das ist schon alles voll hier. So. Gesagt, es gibt ja so viele Farmen, wenn man jetzt gewisse Sachen hat. Wenn man jetzt Villager hat, dann kann man sicher eine Eisengolem-Farm bauen, eine Eisenfarm bauen. Also, da habe ich jetzt auch schon wieder was gefunden gehabt, was man bauen könnte, denn also Ja, da hat er ja es auch gibt sich viel, ne? der Na, wie heißt er? Dave sich gemeldet. Danger Dave. So, wie viel lassen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, sonst, ne? Der hatte ja vorgeschlagen, sonst kann man mit ihm ja mal zusammen oder was. Oder das ist ja eigentlich ein größeres Projekt. Sonst denke ich mal, Eisen Farm da. Ja, also Das es ist ist ja auch nicht natürlich, gerade klein. Ich habe ja auch schon einige Videos das davon ist gesehen. extrem groß. Also wie gesagt, du musst erst einen Haufen Türen haben, dann musst du ein paar Villager haben dafür, dass du eben sofort so mit denen tust, dass da ein Dorf ist im Endeffekt. Also das ist schon sehr, sehr interessant, sag ich mal, ne? So, ich glaube, ich gehe erstmal kurz nochmal shoppen. Organisieren wir nochmal ein paar bisschen, was will ich jetzt farmen? Bisschen Erde. Und dann bin ich gleich wieder. Oh, sieht schon mal gut aus, ne? Ah ja, gefällt mir. Ah, like it. Aber nicht verklicken, ne? Nein, ich werde aufpassen, so wie du. Nicht so wie ich in der letzten Folge und kauft erstmal, wie war das? 19 mal Gras, ja. Du hast zu viel gekauft, auf jeden Fall. Du hast mehr gekauft, als wir brauchen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, wird schon der Dunkel. Oh, ich habe keine Fackeln hier. Wird gleich lustig. Obwohl, Ja. wo ich bin, spawnt ja eigentlich nichts. War ja eigentlich so, wenn das immer noch so ist. Es ist immer noch so, wenn du nicht in Reichweite bist, dann spawnt da nichts, ne? Also. Dann gehe ich weg und dann spawnt ja was. Genau, aber es ist so, alles eine Einstellung in der Config beim Server und da weiß man natürlich Dann nicht, muss wie ich es ist, hier ne? bleiben, sonst kommen gleich, wenn ich weggehe, die bösen. Ja, die Zombies werden dich gleich runterschubsen. Ja, Zombies. Also im schlimmsten Sinne auf jeden Fall die Skeletten, also die schießen dir ja runter. So. Es. Ja, die kommen ja erst, glaube ich, wenn der Vollmond da ist. Ich gehe mal hoch, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ja, wenn es dunkel ist, ne? Wenn das Lichtfaktor im Endeffekt eben nicht mehr Ja, ich da glaube, sobald ist. der Vollmond immer so, also oben langsam, ja, da war, dann kamen die halt, die Monster. Haben wir da noch Fackeln? No. So 8 Stück sollten erstmal reichen. Ich muss erstmal verkaufen. Was verkaufe ich denn überhaupt?
Cobblestone. So, erstmal ein bisschen Licht gemacht. Ein bisschen Licht. Cobblestone? Nö, nö, nicht so viel. Wir brauchen noch zum Bauen. Obwohl, hier unten ist noch was. Ja, oben war auch noch was drin gewesen bei mir. Also einen großen Generator. So, wir haben Erde. 15 Taler das Stück. Ich habe ganz schön viel. Ich kaufe erstmal 20 Stück, ne? Kies. Aus Kies ist auch nicht schlecht. Ah, die Fläche muss auf jeden Fall viel breiter, wenn, ja, hier machen wir die Tiere hin, hier unten. Sieht natürlich alles noch schäbig aus. Wir müssen von unten noch ein bisschen anbauen. Das ist alles noch Flachland. Aber wir haben ja genug Grüne. Krass. Ja, das stimmt, ja. Genug nicht, aber ja, wir brauchen eigentlich nur noch Erde. So, nochmal 6. Ja, komm. 6. So, ich habe jetzt 48 Erde, das ist nicht viel. Immerhin, ne? Ja, das stimmt, das ist schon mal recht gut. So, was brauchen wir noch? War es erstmal gewesen. Wir hatten es. Irgendwann später können wir uns natürlich. Auf jeden Fall irgendwann muss natürlich noch ein bisschen Lapis natürlich irgendwann ein bisschen aufheben natürlich, ne? Der Ofen ist noch hier. Ja, aber jetzt muss ich erstmal verkaufen. Sonst ja, wofür klar. Brauchen wir das denn? Wofür? Lapidazuli brauchen wir denn zum Verzaubern, ne? Da Materialien, weil. Ach ja, aber man braucht glaube ich nicht so viel, ne, davon. Nein, 3 Stück, glaube ich, für Level 30 denn, aber. Nur, dass wir dann auch was immer da haben zur Reserve, ne? Weil. Ja. Komm, ich brenne erstmal ein bisschen Essen. Du kannst gleich hier unten mal irgendwas setzen, Erde oder den Gras, einen Grasblock, dass wir hier unten schon mal ein bisschen. Also wachsen tut automatisch, ne? Farbe kriegen, reinkriegen sozusagen, ne? Ja. Genau. Das dauert ja auch mal eine Zeit. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Haben wir oben auch 3? Ja. Muss ja symmetrisch. Das ist sehr wichtig, symmetrisch ist also. Das ohne dem passt. Geht ja gar nichts, glaube ich, ne? Das passt nicht, ich muss noch eine Reihe ran. Ja, das muss echt, das muss immer symmetrisch, ne? Das war schon immer so bei mir. Sonst werde ich ja böse. Ja, aber nur ein bisschen, ne? Ein bisschen böse. So, Cobblestone ist alle. So schnell ist der Cobblestone weg. Oh, das sieht echt gut aus, meine Hütte, die ich da gebaut habe. Ne? Das sieht gar nicht mehr so einfach aus, so. Ach, jetzt weiß ich auch, warum hier ein Skelett gespawnt ist hier. Weil es in der Ecke ist, die ist dunkel. Ja, das ist relativ dunkel, da müssen wir ein bisschen auslöschen. Was so runter? Ja, hinten die Ecke, ne? Hier. Das ist also, ein bisschen schattig. Ja, hier ist Licht Level 4, das ist nicht gut. Bestimmt hier irgendwo in der Ecke gespawnt. Ja, warte mal kurz, wir können es ja noch ein bisschen aushalten. Hast was da? Ich habe gerade nämlich nichts mehr. War hier noch was drin? Ja, ein Koppel, der brauche ich sowieso, Mensch. Man könnte auch sagen Bruchstein, ne? Weil da steht ja Bruchstein. Ja, das ist eben Bruchstein, Pflasterstein, na wie auch immer. Oh. Wir wissen ja, was gemeint ist. So, dann gehen wir mal. Ah, verkehrt! Was der nächste ne? Fehl passiert. Da geht es ja hier Freiflug. Wer möchte, der kann vorbeikommen. Hier Freiflug. Ja, einfach erstmal, ja, weiß nicht, wo. Hier so hin. Hast du was dabei? Gras? Ich hab Gras bei, ja. Ja, mach mal Gras hier irgendwo hin und dann auch einfach erstmal hin, dass das hier in Gang gekommen. Man kann das später wieder abreißen. Hauptsache, das kommt erstmal. Ja, ne? Und dann machen wir einen grünen Glas. Grasblock. Mach nicht so viel. Ich weiß noch nicht, wie wir das am besten machen. Nur, dass es schon mal grün wird. Ja. Also 2 brauchen wir immer, dass es sich ausbreiten tut. Okay. Der Virus. Der grüne Virus. Ja. So, jetzt ist das symmetrisch, ne?
Was meinst du denn, wie viel Platz brauchen wir für so eine? Als Tierfarm? Obwohl, man könnte ja jetzt schon auf der rechten Seite was machen, auf der linken Seite, ne? Also wenn es, also ich sag mal so, bei die Tiere an sich, da können wir extrem viel Platz geben. Wichtig ist nur, dass wir es auch ausleuchten und dann ist es gut, ne? Sonst brauche ich noch ein bisschen mehr an. Wir haben es doch an Kobbel. Also wie gesagt, wir können es ein bisschen ausbauen, wir können auch einen Stall noch hinbauen, weißt du, wo dann für die Tiere essen und gleich hinterlegen, weißt du, dass wir es nicht jedes Mal hochschleppen müssen oder so. Deswegen nur so ein Stall, dass er auch ein bisschen schön aussieht, ne? Dass man da so ein kleines Bauernhaus, Häuschen. Ja. Ich denke mal, da wird uns so einiges einfallen, was man da bauen kann, ne? So, wir haben erstmal ein bisschen Fläche. Wie gesagt, ich mal auf den einen Ausgang, also sprich, wenn wir hier mehr rausgehen, könnte ich ja auf der anderen Seite irgendwo ja noch was, eine Art wie einen Fahrstuhl hinbauen. Oh, für 5 Eisenblöcke. Oh, 5. Nee. Da gibt es ein krasses Angebot. Also, Ein Diamanten für 5 Eisenblöcke. Oh, das ist ein super Geschäft, muss ich sagen, ne? Ja. So, ich gehe jetzt mal in der Etage höher, da oben rauf. Da baue ich oben schon mal nach Zaun rum. ja. Und dann baue ich oben gleich nochmal aus, dass ich eben oben auch schon mal Bäume pflanzen kann, ne? Und die Leiter eben reinsetzen kann. Weil das Gute ist, solange wie wir mal hier aktiv sind, bleiben wir die Chance mal geladen und aktiv. Und das heißt, in der Zeit kann auch da immer das eine oder andere wachsen. Ja, Ne? ich gehe auch noch mal ein bisschen farmen, Kobbel. Ja. Ja, warum sind wir hier im Generator und nicht da hinten? Ja, der andere ist. Ich finde ja, der das ist ein bisschen langsam, ne? Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ne? Das ist mir Na, aufgefallen. langsam ist das nicht, ne? Das ist Langsam, nee, aber man braucht schon die Effizienz. Effizienz, ne? Und glaube also ich, da der ist hinten da irgendwie. ausgelegt im Endeffekt, dass du eben schneller abbauen tust, ne? Also Ja. sprich, der ist für ein Cobblestone, das reicht ja mit der Steinpicke, keine Frage. Und der da Aber hinten ist für wenn du verzaubertes Werkzeug, werde ich mal. genau, für verzaubert, ne? Ja. Und geht der ratzifatzi normalerweise. So, wir brauchen erstmal ein paar Stickies. Hatten wir schon Eier? Irgendwann habe ich schon Eier gesehen. Ich habe 2 Spawn-Eier gekauft, ja, aber die würde ich aber erst unten setzen, wenn unten der Zaun komplett rum ist. Das waren. Was waren das? Tür. Sind die überhaupt? Da bin ich schon wieder blind. Sind die hier drin oder hast du den Inventar? Nein, die sind da drin, irgendwo in der Kiste auf jeden Fall. No. Denn da vielleicht. Denn da war. Ja, hier vorne. Dann da hinten vielleicht. Denn hier vielleicht. Erschaffe Kuh. Kuh haben wir schon zwei. Genau. Und ich würde auch 2 Schafe organisieren. Und was haben wir noch? Schicken vielleicht. Weil Federn brauchst du natürlich auch für Pfeile wieder, ne? Ja. Für den Bogen und so. Also es ist wirklich, hier ist es so natürlich, wie bei Skyblock, da verwendet man wirklich alle reinen Rohstoff, ne? Was man natürlich so bei, ja, bei Normal ja nicht braucht, ne? Also bei Vanilla habe ich nie, also im Endeffekt, sage ich mal, da irgendwelche Federn aufgehoben, für irgendwelche Bogen zu basteln oder so, ne? Habe ich nie gebraucht, sage ich mal. So. So. Ja, und ich muss auch erstmal wieder reinkommen, was Bauen angeht. So, auch, ich mache ja auch, dass, wenn das so detailmäßig so schön aussieht, wie du das hier auch schön gemacht hast, sieht gut aus. Ne? Also bisschen, also das ist natürlich gerade mit die Blöcke haben wir gerade nicht viel große Auswahl natürlich erstmal, ne? Aber nach und nach kommt es auf jeden Fall, wenn wir mehr Blöcke haben oder andere Blöcke auch noch haben, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen besser, ne? Ja, aber wie kommt man da? Ach ja, warte mal. Was? Man kann sich doch hier, kann man sich hier so ein Tor machen, doch. Was? Na, für Neta. Das kann man machen, wir brauchen nur Na? Obsidian. Wir hätten ja eigentlich ja schon 3 Diamanten da, ne? Für, dass man Obsidian abbauen können. Wir haben 5 sogar. Wir könnten sogar einen Diamanten Picke bauen. Weil ich jetzt schon auch ein bisschen so wegen Quarz, ne? Eigentlich hier schön, ja, Gebäude aus Quarz, ne? Wir könnten ja uns ja da unten ja einen Abzweig basteln, sage ich mal, auf einer anderen Tür raus, dass wir uns da ein Tor hinbauen, ne? Ein Obsidian Gate und dann geht's durch da, ne? Portal und hin.
Ja, stimmt, dort unten zum Beispiel, ja, genau. Ja. Oh, da ist schon ein Block grün geworden, sehr schön. Da unten ist nur am Ende, musst du eine Fackel setzen, wenn du kannst. Na, oh, ich sehe, es ist ein bisschen dunkel, muss gleich mal nochmal runter. Ansonsten, also ganz hinten ist 4, ist schon ganz schön nicht gut, ne? Ja. Ja, solange wir nicht da runter gehen, wenn es dunkel ist und es spawnt was, Ja, dann geht's ja noch. deshalb habe ich unten auch die Tür reingehaut. Also ich habe auch schon einen Creeper gehabt, der explodiert ist. Also Block Damage ist aus, ne? Also der macht keinen Schaden. Der Das ist Creeper. gut, das ist gut. Ja, also den habe ich schon geschafft zum Explodieren zu bringen. Der hat mich auch direkt an der Tür erwischt gehabt. Die Tür ist ganz geblieben, alles drum und dran, aber Ja. eben, ich bin eben drauf gegangen, eben, ne? Ohne Rüstung. Also sieht natürlich doof aus. Gut, okay. Was sehe ich hier? 37 Kartoffeln sind fertig. Hurra! Sehr schön. Ja, und diese Folge werden wir mal beenden, so langsam, ne? Wir werden noch ein bisschen weitermachen und ein bisschen da ausbauen, Zaun dazwischen noch setzen und das muss ein bisschen grün, weil ein bisschen mehr grün werden und ja, das entsteht so langsam, ne? Alles so, ja. Es Es wird geht größer, das muss langsam. man, und das muss auch noch weg Ja. hier. Ist ja noch eine Krone. Ich dachte, das ist abgebaut. Wolltest du da abbauen? Ich habe das nicht mehr gesehen, dass was drin ist. Ich habe natürlich meine Taste G nicht gefunden. Jo. Ja, lass uns überraschen, ne, wie es wieder weitergeht in der nächsten Folge. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Freunde.